Er ist das wohl berühmteste Beispiel dafür, dass Sprache veränderbar ist. Aus dem ursprünglichen Negerkuss wurde der Schaumkuss. Die Putzfrau heißt jetzt Raumpflegerin, der Fensterputzer Facility Manager. Auch in den Berliner Behörden ist man auf der Suche nach korrekten Begriffen. Ein Leitfaden soll dabei helfen und Orientierung bieten. Aus Asylantin oder Asylant wird Asylsuchende oder Schutzberechtigte. Der Flüchtling wird zum Geflüchteten oder Schutzsuchenden. Für Armutsmigration wird Arbeitseinwanderung vorgeschlagen. Also was wir nicht machen werden, ist, dass wir uns an jeden Arbeitsplatz stellen und kontrollieren, was die Menschen dort sagen oder schreiben. Wichtig ist uns, die Menschen zum Denken anzuregen, also zum Reflektieren. Einfach mal die Frage stellen, was drücke ich mit meiner Sprache aus, ja, und wen grenze ich aus? Die Senatsverwaltung für Justiz hat den umstrittenen Leitfaden entworfen, der nicht bei allen Anklang findet. Also manchmal finde ich es schon ein bisschen affig, aber gut. Da gibt es ja gerade mehrere Sachen, so wie mit der, weiß ich nicht, mit der Zigeunersoße, die nicht mehr so heißen darf oder so, finde ich jetzt alles. Also ich finde es überflüssig. Auch für Begriffe aus dem allgemeinen Sprachgebrauch finden sich Vorschläge. So soll Schwarzfahren korrekt als Fahren ohne gültigen Fahrschein bezeichnet werden. Auch Anschwärzen fällt durch und wird durch Nachsagen, Melden, Denunzieren ersetzt. Sprache ist eine Form von Handeln. Es ist nicht nur irgendeine Etikette, sondern wir handeln mit unserer Sprache. Und insofern können wir sie auch verändern, wenn wir unsere Welt verändern wollen oder wenn wir unsere Haltung vielleicht auch gegenüber bestimmten Gruppen verändern wollen. Statt einem, das haben wir doch immer so gemacht, schlägt der Berliner Senat nun neue Wege ein. Man darf gespannt sein, wo die hinführen.